Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Reverio. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Revelio. Mein Rat bei unangenehmen Angelegenheiten. Romlet Gaunt hätte ihre eigene Mutter. Faszinierend, sehr faszinierend, hätte ich... Verzeihung, Madame. Haben Sie gerade etwas gesagt?
Ja, in der Tat. Ich spreche wieder mit mir selbst. Seit mein Mann verstorben ist, bin ich eine sehr interessante Gesprächspartnerin. Madame Marfia Twiddle freut mich sehr. Schön, Sie kennenzulernen, Madame Twiddle. Wissen Sie, das könnte Sie interessieren. Die Jugend liebt doch diese Art von Dingen. Mein Mann hat häufig über die mysteriöse Statue vor unserem Dorf nachgegrübelt. Er behauptete, es handle sich um eine Art altes Rätsel mit Vasen. Ich bin heute darüber gestolpert, als ich meinen Morgenspaziergang etwas länger als sonst ausgedehnt habe. Ein uraltes Rätsel? Klingt faszinierend. Sehen Sie? Ich ahnte, dass Sie das interessieren würde. Und warten Sie nur, bis ich Ihnen von den Gerüchten dazu erzähle. Mein Mann Grabble meinte, das Lösen des Rätsels würde eine Art magische Herausforderung enthüllen. Der Mann war von allem fasziniert. Er wollte gerade versuchen, es selbst zu lösen, also... Vielleicht könnten Sie einen Blick darauf werfen. Mich würde interessieren, was Sie womöglich herausfinden. Wo finde ich die Statue? Es ist nicht weit von Irondale, unten am Ufer bei den alten Ruinen. Nicht zu verfehlen. Ich werde einen Blick drauf werfen. Ah, der Geist der Jugend. Ich hoffe, Sie können das Rätsel lösen. Wenn nicht für mich, dann in Gravels Gedenken. Ich sollte nach der Statue sehen, die Madame Twiddle erwähnt hat. Hat jemand in letzter Zeit die Tür? Sicher ist, sich da drin umzusehen? Das ist die Statue, die Madame Twiddle erwähnt hat. Warum sind hier nur so viele Vasen? Versuchen, alle Vasen zu finden. Revelio. Ich glaube, es sind nicht mehr viele Vasen. Revelio. Revelio. Ich habe es gleich geschafft. Nur noch eine Vase. Das war's.
Ich sollte jetzt Madame Twiddle davon erzählen. Madame Twiddle? Ihr Mann hatte recht. Die Statue war Teil eines Rätsels. Oh, wirklich? Wie aufregend. Ja, ich musste mehrere große Vasen zerstören, was wohl eine Art dunklen Zauber an der Statue aktiviert hat. Gut gemacht. Oh, es fehlt mir, jemanden wie Sie um mich zu haben, mit Wissensdurst und Scharfsinn. Meine Neugierde wurde gestillt. Ich danke Ihnen. Und wer weiß, was mir bei meinem nächsten Ausflug begegnen wird. Oh, mein Mann würde sich sehr freuen, wenn er wüsste, dass er recht hatte.